So, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf dem Kanal Alles Furchtbar Kommentiert. Ich bin der Daniel und wir spielen diesmal etwas anderes, und zwar eine Katze. Ja, wir haben ja schon das ein oder andere Katzenspiel bei uns auf dem Kanal, zum Beispiel Stray. Und jetzt ist mir ein neues untergekommen, das nennt sich dann Cats and the Other Lives. Das heißt, wir spielen diese schöne, orangefarbene Katze, die hier schon rechts auf dem Bild zu sehen ist. Das Ganze ist ein bisschen Point-and-Click-Adventure, soweit ich das mitbekommen habe. Ist auch wahrscheinlich eher, ein bisschen so eine Drama-Geschichte. Wir müssen mal herausfinden. Ich weiß es tatsächlich selber nicht so ganz, aber ja, ich habe Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Bock drauf. Deswegen spielen wir mal ein schönes Miezekatze. Und damit, soll auch genug gesagt sein. Wir fangen an. Neues Spiel. Ja, ich habe nur mal ganz kurz eins reingeluschert für eine Minute. Nur mal das Intro übersprungen, um mal zu gucken, wie schaut es denn aus. Deswegen können wir easy überschreiben. Passt. Es war hier. Es war die ganze Zeit hier. In... diesem Haus. Sieht so aus, als wäre er hier gerade abgenibbelt. Denkt euch einfach die Betonung bei einem etwas sterbenden Mann. Der Materiemantel sieht mir aus wie so eine Kapitelübersicht. Könnte Kapitel 1 von 3 sein. Espen. Espen! Hier, Mietz, Mietz! Hierher! Psst, psst! Espen! Hier, Mietz, Mietz! Achso, Moment, vielleicht soll ich ja schon. Ach, guck mal, hier. Wir können hinlaufen. Schön aufs Bett. Hier, Mietz, Mietz. Jawohl. Achso, wir müssen da was. Achso, wir können es schlecken oder wir können da. Was auch immer die Pfote jetzt ist. Wahrscheinlich. Also kratzen hoffentlich nicht, oder? Komm, wir probieren es mal mit Schlabbern. Schön im Gesicht schlabbern. So macht man das als Katz. Das fühlt sich lustig an. Ja, kitzelt immer, ne? Nochmal. Achso, mit den Haaren spielen. Schlaue Mietz. Ja. Will! Es gibt was zu essen. Drüben im Speisesaal. Snacks gibt's auch. Boah, bist du ein Dickerchen. Hey, sag mal, wie nennt er uns? Espen sind also wir, ja? Die schöne Schmusekatze. Halte die linke Maustaste gedrückt, um dich ohne Unterbrechung fortzubewegen. Allem Anschein nach. Aha. Okay. Das heißt, es soll der Anführer gewesen sein. Das hört sich so ein bisschen nach einem Kult an oder sowas. Ich glaube, an der Stelle mache ich nicht alle Diaglose. Die sind tatsächlich für ein Klo dann. Dialoge. Denn. Wenn hier so viele verschiedene Charaktere gleichzeitig durcheinander reden, das wird nie und nimmer funktionieren. So, was kann ich denn jetzt eigentlich hier tun? Außer hin und her zu flitzen. So, einfach mal hier den Kleiderständer schmusen, natürlich. Überall unseren Duft hinterlassen. So kürze ich das. Aber hier ist jetzt erstmal nichts, ne? Das heißt, wir gehen mal nach rechts. Da war eine offene Tür. Und wo offene... Normalerweise sind ja die verschlossenen Türen für Katzen immer viel interessanter als offene Türen. Aber wir gehen mal in die offenen Türen. Die hauen alle ab. Ich glaube, die wollen uns was verheimlichen. Da tropft Wasser. Einfach mal probieren. Lecker. Ja, pfui. Na.
Da wird mir ja nass. Nass ist ja gar nicht nett für eine Katze. Außer man putzt sich selber, dann vielleicht schon. Da mal hoch. Kann ich vielleicht auch irgendwo was. Oh, die haben Waffen im Haus. Guck doch mal, die haben hier schöne fette Knarren im Haus. Mir dünkt, wir sollen da mal dieser Familie hinterhergehen. Scheinbar ist es jetzt so eine Art Trauerfeier, nachdem der eine ältere Herr da im Bett verstorben ist. Und ja, möglicherweise finden wir auch raus, was der Phase ist. Gut aufgetischt ist sie auf jeden Fall mal für den Leichenschmaus. Mein Beileid. 17. November 2010, Horsford City. Vielen herzlichen Dank. Ihr vermisst ihn bestimmt schon sehr. Das tun wir. Es tut mir sehr leid um deinen Verlust, Kleine. Ach, den Typen habe ich vielleicht ein-, zweimal getroffen, aber... Oh, ich verstehe. War wohl nicht die Tochter und auch nicht das Enkelkind, oder wie? Adeline! Herzlichsten Dank. Großvaters Dahinscheiden hat eine klaffende Wunde in unsere allen Seelen hinterlassen. Eine Wunde, die wohl nie für wahr zu heilen vermag. Jetzt packt sie aber aus hier. Also so richtig lyrisch. Mit dir habe ich später noch ein Hühnchen zu rupfen, Madeline. Das heißt, Eddie, Mom. Das heißt, Eddie. Ach, lass das Kind doch in Ruhe, Shannon. Wir selbst haben unseren alten Herrn ja auch nicht gerade mit Lob überschüttet. Das hat ja wohl nichts mit guter Etikette bei Veranstaltungen wie dieser zu tun. Ich unterbreche den alljährlichen Mason-Familiendiskurs ja nur ungern. Aber das ist jetzt kein geeigneter Zeitpunkt für sowas, Schatz. Können wir da mit dem Hauptonkel Liam wohl irgendwelche Promis kennt? Ach da, guck mal, da liegt er auch schon im Sarg hier. Da. Wespen kann Geschehnisse in anderen Räumlichkeiten des Anwesens wahrnehmen. Das heißt, da ist in der Nähe was, ja? Ich dachte, ich kann den mal. Kann ich den mal angucken? Nee. Das heißt, wir müssen da irgendwie darüber kommen. Die Tür öffnet sich auch schon für uns. Kaum zu fassen, dass ich sie davon überzeugen muss, dieses Haus zu verkaufen. Die haben ja alle keine Gesichter. Boah, noch so einen alten CRT-Fernseher. Mensch. Liam, bist du das? Hätte ich um mein Haar gar nicht wiedererkannt, so ne Mann. So ganz ohne Whiskyflasche in der Hand. Hat er eine hohe Meinung von seinem Sohn. Weißt, dass ich diesen Gestank verabscheue? Musst du die denn unbedingt hier unten paffen? Also sprach Fräulein Gestapo. Ui, das ist aber schon hier ein paar Jahrzehnte zurück. Dabei hatte ich dich für eine Liberale gehalten, Shane. Und du?
Ich hab dir doch gesagt, aus meinem Studierzimmer. Bleibst du raus? Da ist was in seinen Augen. Ah ja. Ich sehe keine Augen. Da ist irgendwas in seinen Augen. Ach, Laurie. Teilen wir doch nur dasselbe traurige Dasein. Aber du hast wohl einfach mehr Glück als ich, meine Liebe. Schau sie dir an, was die Katze da wohl sieht. Ein Vögelchen. Ich sehe da ein Vögelchen. Was machen Katzen mit Vögelchen? Woran erkennst du, dass es ein Weibchen ist? Tue ich nicht. Naja, es wird alles Katze genannt, ne? Jetzt ist Vögelchen weg. Ey, wo ist Vögelchen hin? Sauerei. Mäuse? Hier im Haus? Sag mal, deswegen, ja, weil die Putzdame hier aus dem Studierzimmer raus befördert wurde, da können sich Mäuse hier ansammeln. Das ist ja ein gefundenes Fresschen für uns, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was haben wir denn gerade hier eigentlich gesehen? Wahrscheinlich eine Szene aus der Vergangenheit. So, her mit der Maus. Her mit der Maus. Schnüffel? Oh, hat die sich da versteckt? So ist aber auch. Müssen wir mal wieder ein bisschen aus der Reichweite gehen. Vielleicht kommt die dann nochmal raus. Oder auch nicht? Ah doch, guck, da jetzt kommt sie wieder raus. Das war auch zu langsam. Also, was brauchen wir denn? Ich glaube, wir müssen da erstmal irgendwo uns anschleichen. Ich dachte jetzt erst, vielleicht über das Sofa? Genau, schön anschleichen. Du kannst jederzeit vom Optionsmenü aus die Tipps einschalten. Aha. Hammer sie. Wie? Die haut ab. Ey! Ich hab dich doch gehabt. Ja genau, am Sofa kratzen. Da kommt sie bestimmt raus. Freut sich auch der Hausbesitzer. Wobei, der ist ja gerade eben verstorben vermutlich. So, hier. Nochmal schön kratzi. Die gute alte Couch, ja. Okay, dann vielleicht nicht. So, was haben wir denn hier? Sieht mir nach einem Flügel oder sowas aus? Oder einfach nur ein Tischchen? Eine Katzenstatue. In Aufnahmen wie diese kannst du auch später im Menü unter Andenken nochmal anschauen. Aha, ich glaube wir hatten hier... Moment, wir können mal gucken. Ah da, das ist sogar unser erstes Andenken. Da kommen wohl noch einige. Hoppla. Gucken, ob wir die alle finden. Wird vermutlich schwierig. Irgendwas übersieht man ja immer. Jetzt wollen wir mal ganz kurz schauen hier. Kann ich mir irgendwie hier bei so anderen Point-and-Click kann man sich normalerweise dann so Dinge anschauen, mit was man alles interagieren kann. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man das hier macht. Die gängige Taste, das ist ja die Tab-Taste, die funktioniert hier nicht. So, einfach mal über die Couch, ne? Ein bisschen Fell verlieren. So, Tisch auch. Was haben wir denn da? Ach, spielen. Wir spielen mit irgendeinem Bimmelchen. Tut sich aber nichts. Das ist langweilig. Damit kann man ja nicht spielen. Da passiert auch nichts. Nochmal, Fernseher können wir leider nicht gucken. So, sind wir dann im Zimmer schön fertig hier aktuell? Oh,
Ich glaube, die Trauerfeier geht los. Dürfen wir aber nochmal da hoch und gucken mal, ob da vielleicht auch noch. Nee. Da komme ich ja gar nicht weiter. Katze eingesperrt. Hey, lass mich raus. Ah, mal ein bisschen Wasser trink. So, also kein Ausgang für die Katze wahrscheinlich. Geht's dann doch noch in einem Zimmerchen. Ach, Moment mal, das ist das andere Zimmer jetzt wieder, ne? Das erste, da wo wir schon mal drin waren. Dass wir da nichts vom Tisch mopsen können hier. Normalerweise, ne? Nicht so gut erzogene Katzen klauen doch gern mal ein bisschen was. Mau? Mal mit der Glatze spielen? Die Katze spielt mit der Glatze. Sehr schön. Ist da noch auch noch? Ah. Wir können mit diesem Blumenständer da mal spielen, ja? Rest in peace, dear Bernard. A mason, a curiosity, a lastly, a farther. Ruhe in Frieden, lieber Bernard, ein Mason, ein Kuriosum und letztlich ein Vater. War das auch wieder ein Andenken? Wir gucken mal. Eine Aufnahme, genau, okay. Hätten wir zwei schon mal gefunden. Warum steht Tante Dawn denn nicht hier bei uns? Na, sie ist halt Tante Dümmerlicht. Hahaha. Weißt du, du brauchst sie wirklich nicht so zu nennen. Und nur weil deine Mutter das andauernd tut. Na Shane, bist du stolz auf dich? Ach, schau sie dir doch an. Was sie da anhat und dann noch zu einer Beerdigung. Mein Sohn trifft lediglich gesunde Annahmen, das ist alles. Also ich finde ihren Look voll cool. Klar, dass du das so siehst. Der Handyempfang hier ist voll am Arsch. Ja. Kann ich mir vorstellen. Nein? Wir dürfen da nicht hin. Hey Espen. Hm? Schön dich wiederzusehen. Schön dich auch wiederzusehen. Miau. Miau. Oh, die Tür geht auf. Wahrscheinlich sollen wir wieder raus. Ich weiß, Mr. Barnes. Ich weiß, tut mir leid. Ich hätte früher anrufen sollen. Aber seien Sie unbesorgt. Ich werde das schon erledigen. Wir werden die Sache wahrscheinlich abgewickelt haben. Solange sie alle noch anwesend sind. Was passiert hier? Vertrauen Sie mir, Sir. Ja, gewiss. Die werden sich bestimmt noch einig werden. Das ist natürlich für beide Seiten von Nutzen. Da kann ich Ihnen nur beipflichten. Ich glaube, wir werden nicht herausfinden, worum es hier geht. Dann machen wir mal langsam, mal gucken. Aber ich glaube, noch ein Andenken. Ach, da kommt noch einer. Geht ihr da in die Tür? Machst du mal auf? Dankeschön. Komm ich gleich mit. Dieses Haus sieht mit jedem Besuch noch heruntergekommener aus. Keine einzige Nacht würde ich darin verbringen wollen. Oh, guck mal, da ist wieder eine Maus. Zu unheimlich für meinen Geschmack. Die haut ab. Wir könnten alternativ auch ein bisschen Raben fangen. Hey, bleib da!
Bleib da! Komm zurück! Lass mich mit dir spielen! Will dir doch nur wehtun. Wenn sich der Mauszeiger in diesen Symbol verwandelt, dann schwingt deine Maus hin und her, um die Schwungkraft von Essens Bewegung zu erhöhen. Das ist, ach, die... Aber auch schön die Mülltonne umgekippt, na klar. Wieso auch nicht? Das waren wir nicht. So, ach so, das können wir jetzt einfach weiterrollen. Aha. Ach, kommen wir dann da hoch? Ist das so gedacht? Katze ist ganz schön klug hier. Huch, zack. So, dann werden wir uns doch mal die Maus vorknöpfen, ne? Wo ist sie denn hin? Raben? Ach guck, da ist sie. Von nun an lebst du hier in diesem Haus, wo die Schatten lang und die Sorgen in Fülle sind. Herzlich willkommen, mein Kind, im Anwesen der Familie Mason. Es war dir vorher bestimmt, hier zu leben, mit uns. Ups. Ja, sieht ganz schön bedrohlich aus, ne? Ah! Hab ich dich? Ey! Da war noch eine Maus? Wir sind doch hier der Kammerjäger, nachdem die Putze hier nicht mehr ran darf. Will! Würdest du bitte die Katze loslassen? Du hast eine Typ 3 Katzenhaarallergie. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was das macht. Bin davon zum Glück nicht betroffen. Nee, habe ich gar nicht. Mr. Henninger. Sind Sie das? Sag doch bitte Karl zu mir. Mein Gott, wie lange das her ist. Shannon, mein Beileid. Ihnen, dir auch, Karl. Wie ist es dir ergangen? Nun ja, weißt du, es... Laurie? Thomas! Ich wusste, dass du zurückkehren würdest. Das hat mir Madame Leonora gesagt. Miss Nunes. Wären Sie so lieb, Mutter in den Speisesaal zu begleiten? Ich glaube, die halluziniert ein bisschen, oder? Also, ich sehe hier keinen Thomas. Also wenn er sich als Karl vorstellt, ansonsten ist ja hier kein anderer Herr zu finden. Venga, Senora. Rufen wir die Madame an? Es scheint, dass ihr Zustand sich verschlechtert, meinst du? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich Mutter zuletzt habe schlafen sehen. Ach, verzeih. Wo bleiben nur meine Manieren? Gehen wir hinein. Bitte mir nach, Karl. Komme ich da jetzt wieder raus aus dem Haus? Wollten doch noch Maus jagen. Ach, guck mal. Oh, mein Spielzeug. Mein Großvater hat für Uriel Mason gearbeitet. Ach, wirklich? Oh. Wie sie sich beschäftigen kann hier. Wie cool das mit dem Pixel-Look auch animiert ist. Sehr, sehr schön. Das kann den ganzen Tag machen. So. Da hat er schon wieder. Guckt mal da über dem Schrank, da hat er auch schon wieder so Schwerter hier hängen. Also wenn ihr mal ganz kurz den Blick von der Katze lassen könnt. Die natürlich unglaublich liebenswert ist. Napfi hat man uns auch hingestellt. Kamen wir denn jetzt raus?
Hier findet die Tote Wachen statt. Wir dachten uns, das wäre... Ist er da drin? Würdest du ihn gern sehen? Nein, nein, das kann ich nicht. Ich meine, derlei Rituale empfinde ich ohnehin als archaisch. Verstehe. Dann gehen wir halt in den Salon. Wir müssen mal gucken, ob wir da... Nee, die Tür ist verschlossen. Nein! Haben wir da schon was verpasst vielleicht? Ein Andenken? Dann gehen wir in den Salon. Miss Mason! Miss Truffaut lässt ebenfalls sein tiefstes Beileid. Seine wiederkehrenden Gesundheitsprobleme. Vielen herzlichsten Dank, werte Frau. Würden Sie mich für einen Augenblick entschuldigen? Aber gewiss. Ach, guck mal, der Fernseher läuft. Was haben denn die da eingeschalten? Huch. Sieht so ein bisschen nach einem Horrorstreifen aus. Das ist ja sehr geschmacksvoll. Ups, aber das verpasst hier. Guten Tag, mein Herr. Ihnen auch einen guten Tag. Wir wurden einander noch nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Karl Henninger. Ich war ein Freund von Bernard. Eigentlich kennen wir uns tatsächlich bereits, Sir. Wir sind uns früher schon begegnet. Sie haben damals an der Columbia-Vorlesung gehalten, als ich dort Medizin studierte. Sie waren sehr beliebt bei den Studenten. Oh, dann bitte ich um Verzeihung. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Sie sind zu höflich. Ich war doch nur irgendein Student und das ist auch schon 20 Jahre her. Okay, die kennen sich also. Aha. Gut zu wissen. So, wieder auf die Couch rüber. Boden ist ja auch langweilig, ne? Mach mal nur, wenn es gar nicht anders geht. Moment mal, kann ich da vielleicht noch oben auf das Schränkchen hier mit der Uhr? Sah gerade für einen Moment so aus. Nee, geht aber nicht. Schade. Na dann, muss es doch wieder nach unten gehen. Aha, Kratzen haben wir schon gemacht. Da oben waren wir ja auch schon. Oder gibt es da was Neues? Haben wir eigentlich schon gesehen. Wird sich jetzt nicht so verändert haben. Man muss man natürlich als Katze immer prüfen, ob sich irgendwas verändert. Ja, ist ja selbstverständlich. Ach, guck, wir können das Programm umschalten. Horrorfilme mag ich sowieso nicht. Quatsch. Jetzt läuft da irgendwas anderes. Oder sieht aber noch genauso aus. Quatsch. Musikvideo, super. Noch einmal mehr sieht man, die Katze ist der Herr im Haus, ja? Sie bestimmt über die Geschicke und Missgeschicke, die hier passieren. Achso, muss ich noch weiterschalten? Moment mal, vielleicht muss ich da noch weiterschalten. Geht ja hier gar nicht weiter. Eilt uns soeben die Sondermeldung, dass Bernard Mason... Schaut mal, Bernard ist in den Nachrichten. Von der inzwischen terminierten Bergbaugesellschaft Mason und zurückgezogenes Mitglied der sogenannten Connecticut Royalty, als auch der Grund vieler örtlicher Gerüchte, im Alter von 71 Jahren nach 2 Jahren Lungenkrebs verstorben ist. Jetzt geht's los. Die Familie Mason, die man auch von den öffentlichen Gebäuden her kennt, welche sie der Bevölkerung Connecticuts gestiftet haben, stand im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mehrmals im Rampenlicht. Wegen des Continental Valley Disasters und des mysteriösen Verschwindens von Thomas Mason.
Mit freundlicher Genehmigung von Herr Bernard Mason natürlich. Hut ab, Vater. Hat er das sein gefädelt, dass so zu seinem Ableben da sowas gesendet wird? Lieber, mein Lieber, es tut mir so leid um euren Verlust. Dein Vater war ein guter Mann. Das wissen wir zu schätzen, Sir. Aber wir sind hier fertig, oder? Die Türen haben sich auch wieder geöffnet für uns. Also wir können dann auch wieder hier durchstreunen dann. Ja, aber ich sehe, wir müssen unseren Streunerrundgang für einen Moment unterbrechen, denn das war's für heute. Das war die erste Folge von Cats and the Other Lives. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder mit rein und dann streuen wir wieder umher. Würde mich freuen und bis dahin, miau und ciao.